trotzdem wahrscheinlich auch je machen werde. Wir machen jetzt einfach irgendeinen anderen Run. Probieren wir einen Kane Run. Mal jetzt einen Kane Run, dann probieren wir vielleicht nochmal irgendwie einen Greedy Mode und dann werde ich auf jeden Fall noch einen Azazel Run machen. Einen ganz speziellen Azazel Run. Oh ja, den machen wir wirklich speziell. Wir machen wirklich einen ganz speziellen Azazel Run. So. Aber vorher würde ich jetzt ganz gerne irgendwie vielleicht einen nicen. Oh oh. Oh, das war lucky, dass ich sie da gerade noch getötet habe. Vielleicht noch irgendwie einen ganz netten Kane-Run. Dafür brauche ich aber einen guten Start. Hallo, Paddel. Denn ohne guten Start werde ich hier kein Delirium-Kill versuchen. Selbst nicht. Okay, komm. Ich hatte ewig keinen Chocolate Milk Run mehr. Chocolate Milk Run hatte ich sowas von lange nicht mehr. Das erinnert mich an einen sehr lustigen Run, den ich letztens mal hatte, als ich mit Debbie gespielt habe. Denn das ist auch so ein Item, da kannst du, entweder lädst du auf und machst halt so eine Riesenträne oder du spammst es die ganze Zeit, hast dann eine übel schnelle Rate, aber musst halt die ganze Zeit die Taste drücken. Und das erinnert mich an einen, ja, Run, da hatte ich wollte eine Winstreak aufbauen und als ich den ersten Sieg hatte, haben wir halt nächsten Char gespielt und direkt in der ersten Ebene war Curse of the Lost. Ist es Curse of the Lost? Auf jeden Fall der Curse, wo ich nicht sehe, was für Items es sind. Nee, Curse of the Lost. Curse of the Lost ist ja Amnesia. Auf jeden Fall waren dann da zwei Items direkt am Start. Eins links und eins rechts. Und wir haben es halt nicht gesehen, was es ist. Und ich wollte ja eigentlich eine Winstreak aufbauen. Ja, und was da passiert ist, ich habe da Divi gefragt, ob ich links oder rechts nehmen soll. Dann meinte sie links. Und dann war da das Anti-Gravity-Tier-Item drin. Und dann war RIP. Und das kannst du ja auch so ein bisschen retten, indem du die ganze Zeit ballerst. Aber ist halt super anstrengend. Und das erinnert mich gerade so ein bisschen daran. Curse of the Blind, genau, danke. Es gibt noch Chocolate Milk? Ja, ja, das gibt's schon noch. Tasse ist bestellt. Es hat funktioniert mit der Motivation. Tony, das finde ich super. Sehr schön. Und danke, Becky, für den Host. Ich habe gehört, man muss die Daily Challenge nur einmal gestartet haben. Ja, da steht ja auch nur, also, dass man daran teilnehmen soll. Ob man die schafft oder nicht, ist egal. Für einen Marathonerfolg musst du sie 5-mal schaffen. Das ist was anderes. Für das andere Item musst du nur so und so oft teilnehmen. Aber das Problem an dieser Teilnahmegeschichte, du musst halt 31 Tage am Stück dieses scheiß Spiel öffnen. Und wann zum Teufel habe ich Zeit, 31 Tage am Stück das Spiel zu öffnen? Die Zeit habe ich nicht. Ich weiß noch nicht so genau, wann und wie ich dieses Achievement machen soll. Naja, ich werd mal gucken. Vielleicht können wir das irgendwie tatsächlich zusammen, also Divi und ich, irgendwie durchziehen. Wenn wir das irgendwie im Februar machen und unsere, also das, was wir halt zu Hause so machen. Unser Doppel-Daily-Challenge-Ding. Oh, Chocolate Milk ist schon geil. Der Schaden am Anfang ist immens. Und jetzt brauche ich auch noch deutlich weniger lang zum Aufladen. Guck mal, wie schnell ich schon diese riesen Tränen raushau. I like. Ja, geil. Was zum Fick ist denn das für eine Pille? Feels like I'm walking on sunshine? Was ist das denn für eine Pille? Die habe ich ja noch nie gesehen. Und wozu? What the hell?
kommt auch Antibirth. Antibirth kommt, wenn es entweder tatsächlich noch ins Spiel implementiert wird oder wenn ich mit Afterbirth Plus fertig bin. So, jetzt schauen wir trotzdem noch in den Itemraum. Das wäre schon ganz nett, wenn ich das noch dürfte. Oh, Chocolate Milk gefällt mir. I like. So, was haben wir hier? Naja, Iron Bar ist nicht so der Hammer. Aber was soll's, schauen wir mal hier rein. Naja, der Roll hat sich nicht unbedingt gelohnt. Nicht unbedingt, aber vielleicht. Naja, kriegen wir hier nochmal was raus. Da gibt's nochmal einen Schlüssel. Naja, vielleicht war es wert. Also für alle, die nicht wissen, was das gerade bewirkt hat, die drei rerollt alle Pickups auf der Ebene und in dem Raum, wo wir gerade den Würfel hatten. Curse of the Lost. So, das ist halt Amnesia. Was halt... Naja, damit habe ich jetzt kein Problem. Ist nur nervig, aber nicht schlimm. Hallo, irgendwer anders, grüß dich. Pheromones. So, ich hasse es, dass diese Statuen weiterschießen, nachdem man den Raum geklärt hat. Das kann ich gar nicht ab. Ich brauche einen neuen Hoodie. Danke für den Job. Oh. Die Hoodies sind aber auch geil. Welchen hast du dir jetzt geholt, Malta? Hallo Lemmy, grüß dich. Das sind drei. Was bist du denn? Ist das diese Galle? Nee. Varicose Veins? Was für ein Ding? Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist ein neues Item, das ich scheinbar noch nie gesehen habe. Oder nicht mehr ganz bewusst mal aufgenommen hatte. Frag mich nicht. Die neuen Designs sind noch nicht draußen. Es dauert noch 1 bis 2 Wochen. Und es ist auch nur ein Design. Es kommt nur ein neues. Jetzt nervt mich Curse of the Lost doch ein bisschen. Ah. Okay, nevermind. Hot sich erledigt. Ach, selbst wenn du spammst, der Schaden ist schon relativ nice. Chocolate Milk ist was Feines. Also wenn ihr Chocolate Milk nehmt, mögt, oder beziehungsweise damit klarkommt, nehmt es. Oh, wow, was ein Devil Deal. Der hat ja richtig was zu bieten. Aber das, was er bietet, ist ehrlich gesagt nicht so geil. Ich überlege, 4 Shots zu nehmen. Es ist halt ein Damage-Up. Einzige Problem, das ich habe, dass ich so gut wie gar kein Leben habe. Das ist ein bisschen weird. Aber okay. Ich habe noch ein Original-Hashtag wie die Wolfpack-Shirt von 2014. Nice. Oh, nochmal Curse of the Lost? Warum? Okay. Ich muss mich jetzt ziemlich zusammenreißen. Da wir so gut wie keine Leben haben. Ah, hier im Studio tue ich mir immer so schwer, Soulstones zu sehen, weil das hier alles so blendet. Ich muss das jetzt aber hinkriegen. Weil das genau die Sachen sind, die ich dringend brauche. Oh Gott.
Oh Gott. Oh, das haben wir gerade durch nices Movement noch irgendwie geregelt bekommen. Ich hätte hier sterben können. Okay, das muss was Besseres sein. Oh, du wärst schon ziemlich gut. Okay, ich nehme dich. Jetzt können auch normale Herzen droppen. Komm schon. Da könnte das ein echt nicer Run werden. Oh, natürlich. Genau dann, wenn ich es nicht gebrauchen kann. Egal, da ist wenigstens ein Soulstone. Immerhin etwas. Wow, da kommt kein Soul. Boah. Kann man kurz auf der Lost eigentlich mit einer Karte aus dem Shop umgehen? Du kannst es nur mit der Black Candle aus dem Shop umgehen. Die schwarze Kerze, die verhindert, dass Flüche kommen. Ansonsten kannst du es nicht verhindern, nein. Das war ja ein spannender Raum. Wenn nur so ein paar Soul Hearts wären mal echt nicht schlecht. Hier sind wenigstens normale Herzen. Bettler, greif zu. Toll, Raum. Komm, Herzen, Herzen, Herzen. Oh. Oh, ich könnte mein ganzes Bild abändern, aber das mache ich nicht, weil das ist eigentlich relativ nice mit Chocolate Milk und Schaden und Pipapo. Ich denke nicht, dass ich das tun sollte. Ich finde das, was wir gerade haben, sieht nice aus. Ich wüsste nicht, ob es einen Delirium-Kill geben könnte, aber... Oh, es sieht verdammt gut aus. Oh, Hematemesis, das hätte ich jetzt sehr gefeiert. So. Oh wow, eine Spinne kriege ich. Die dann auch noch so total belanglos in irgendein Ad reinrauscht. Oh, ich glaube, beim Ball of Bandage wird das sich mehr lohnen hier, ne? Nee. Der Schaden der Chocolate Milk, wenn man auflädt, ist ziemlich, ziemlich gut. Oh, Leben. Oh, wie schön. Alter, what the fuck? Es gibt noch eine Rune, die Flüche ändert. Degas. Degas macht Flüche auch noch weg. Ich habe jetzt zum dritten Mal in Folge Curse of the Lost. Ich möchte ein kurzes Nieglück in den Raum werfen. Weil das echt nervig ist. Ja, natürlich. Na, scheiße. Ja, nie Glück. Dreimal Curse of the Lost. Drei fucking Mal. So, normale Herzen, please. Das ist ja mal geil. Diesen sehr, 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 sehr feinen, dieses sehr, sehr, sehr feine Sternzeichen habe ich super selten. Ist auch mit das Beste, was es gibt. Nämlich, Durchschuss trennen. Und das ist gerade mit der Chocolate Milk extremst geil. Nochmal das Bild abändern. Was will er denn von mir? Warum will er mir denn die ganze Zeit sagen, Junge, änder dein Bild. Ändert dein Bild. Da, seht ihr das? Tränen voll aufladen und einfach durchschießen zwischen alle Gegner hindurch. Es ist so stark. Hammerhart. Mega. Gefällt mir richtig gut. Vor allem, weil es halt einfach... Das ballert durch alles durch. Das ist mega super gut. Und zum Beispiel, wenn sich hier jetzt so ein Knoggertyp
bildet und du die versuchst in der Combo zu killen. Das funktioniert alles relativ nice. Jetzt brauche ich nur noch mehr Schaden, damit die Tränen noch größer und noch nicer werden, oder? Feels like I'm walking on sunshine. Was ist das? Feels like I'm walking on sunshine. What the fuck, man? Super weirde Pille. Ich habe gerade in einem Devil Deal eine Angel-Statue. Was ist da los? Ja, das ist auch sehr nice. Das hat mir nämlich auch Divi mal gesagt. Und ich habe ihr gesagt, eigentlich kann das gar nicht sein. Ich habe es gar nicht nachgeguckt, aber vielleicht weiß einer von euch, ob meine Theorie stimmt. Haben die das so gepatcht, dass Engelstatuen jetzt auch beim Teufel spawnen, damit man die Chance erhöht, den Schlüssel für Megasatan zu kriegen? Weil einfach Megasatan Schlüssel zu kriegen immer noch mega lästig ist. Ist das eine Art Nerf für den Schlüssel? Dass deswegen da jetzt auch Engelstatuen droppen? Temporary Max Eisen Invincible, Similar to Unicorn Stab, Unlocking. Ja, warum? Das macht überhaupt gar keinen Sinn! Feels like a Walking on Sunshine ist doch dasselbe wie die Pille, die, wie die Powerpill, nur mit dem einzigen Unterschied, dass du keinen Schaden machst oder was? Was für ein Bullshit! Was für ein Bullshit. Warum gehe ich nie auf... Was? Warum gehst du nie auf andere Kommentare ein? Ich gehe doch auf alles ein. Ah, da komme ich nicht ran. Ah, ich habe ihn sogar noch erwischt mit der Bombe. Hübsch. Wow, eine Box. Toll. Hallo, you. Grüß dich. Lemon Party. Waren wir hier jetzt schon im Itemraum? Oh ja, waren wir, ne? Gibt's hier noch irgendwas anderes, was ich vielleicht entdecken möchte? Waren wir hier schon? Offensichtlich. Da habe ich keine Lust. Du hast meinen Erfolg bekommen für einen halben Soulheart. Du musst 7-mal hintereinander resetten. Dann schaltest du es frei. Hintereinander. Oh, danke schön. Das ist super nett. So, Shop noch gefunden. Ui, reduzierte Mama. Ne, reduzierte Mama, I like. Sehr schön. Es sind aber inzwischen echt viele Pillen, die praktisch gar nichts machen im Spiel. Ja, leider. Leider, leider, leider. Wir haben genügend Bomben, wir sprengen uns da mal rüber. Ich habe doch gerade eben erzählt, dass die Black Candle einen von Flüchen löst, oder nicht? So, Mama Mega nehmen wir auf jeden Fall mal mit. So, gib mir doch nochmal Curse of the Lost. Ich mache einen kompletten Amnesia Run. I don't fucking care. Komisch, jetzt krieg ich keinen. Na gut. Oh, hier sind die Durchschüsse sehr, sehr, sehr nice. Uiuiuiui, sind die hübsch. Ja, Retrovision ist nur derbe unnötig. Die Mama nehmen wir jetzt mal. Versuchen wir mal so lange wie möglich zu behalten. Am liebsten zünde ich sie immer in der zweiten Wump-Ebene. Oder Oh, Boss Rush, gratis Item. GG, komm, auf. Oder in der Cathedral. Auf geht's, gratis Item, komm.
Nein, Number One, das macht keinen Sinn. Mit Chocolate Milk Number One nehmen ist eine dumme Kombination. Mach das nicht. Schon gar nicht mit Durchschusstränen. Ihr wollt, dass die Tränen jetzt weit fliegen und so ein Quatsch. Das macht ihr mal lieber nicht. Es lädt sich schon schnell genug auf. Das bringt's nicht, wirklich. Klar, du könntest instant... Also, ach, das ist eh schon fast instant riesig. Das macht keinen Sinn. Was macht Mama Mia? Mama Mia macht bei Knopfdruck auf der kompletten Ebene Schaden. An allem. An wirklich allem. Das ist natürlich, je länger man sich das aufhebt, desto besser. So, wir können gleich die Ebene nochmal in Ruhe machen. Wobei ich da nicht mehr sehr viel in Ruhe machen muss eigentlich. Das ist ein sehr schöner Run bisher, ne? Ich nehme so gut wie gar keinen Schaden. Toll, jetzt stampft sie nicht. Das, wo ich es so gern gehabt hätte. Da steigt sie voll auf mich drauf, ey. Wir müssen... Ist wurscht, ne? Ach, oh ja, haben wir Kohle nicht schon? Ich würde schwören, wir haben Kohle schon. Ja, ne? So, wir nehmen ein Gratis-Item mit. Oh, die Auswahl ist natürlich absolut kacke, aber das hier ist in Ordnung. Mams Ei sagt uns, dass wir jetzt nämlich auch rückwärts so ein Riesending, so eine Riesenträne schießen. Das ist doch ganz nett. Wie man sich die Stats anzeigen lassen kann. Options, Found, Hot, On, An, Aus. So, dann nehmen wir die Jera-Rune wieder mit. Sprengen hier, weil wir was können. Oh ja, das könnte sich gelohnt haben. Ja, easy. Der Run ist relativ gut. Ob wir es in die Void schaffen, beziehungsweise ob wir die Void schaffen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Vielleicht. Mal gucken, wir geben mal Gas. Mal gucken, ob ich Hasch mache oder nicht. Ob ich da Bock drauf habe. Ach. Was für ein wundervolles Sternzeichen. Oh, gefiert ist auch schön, ne? Der charge dann nämlich nicht. Exzellent. Geiler Run bisher, gefällt mir sehr gut. So ein Kane-Run, der sich mal wieder blicken lassen kann. Auch wenn wir hier natürlich wieder gnadenlos falsch sind. Ne, 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 ne. Lasst mal stecken hier. Gefühlt habe ich immer noch gar keinen Schaden genommen, oder? Das ist ein sehr schöner Run, auch vom Gameplay her. Habe ich ja nicht mehr so oft tatsächlich, zugegebenermaßen. Muss ich ja leider gestehen, dass ich nicht mehr meine Isaac-Blüte wie vor ein paar Jahren noch habe. Degas ist im Übrigen das Item, was ich vorhin auch noch erklärt habe. Auch das macht Flüche weg und gibt einen Soulheart, also... Durchaus ganz nett. Oh, Pin, Pin, Pin. Achtung, Pin. Super gefährliche Pin! Ja, Pin. Krieg Schaden. Easy. Durch nichts Schaden, aber Pin. Krasser Typ, ey. Oh, nice. Doppelt Herzen. Das ist sehr hübsch. Oh. Schön entschieden. Daddy.
So, Binky nehmen wir natürlich auch mit. Der Sonnemann Solar macht mich kleiner und pipapo. So, ich glaube, jetzt setze ich Mama Mega schon ein, weil hier in der obwohl, ne, drauf geschissen. Ach, es gibt kein Argument. Gibt gerade kein Argument, das zu tun. Wir machen es einfach später. Auf der Void-Ebene zum Beispiel wäre es aber zu spät. Da lohnt sich so gut wie gar nicht mehr. So, ich habe 55 Coins. Magst du haben? Ich habe ein bisschen zu viel davon. Danke. Oh, ich freue mich auf eine schöne, schöne Chest-Ebene. Die wird toll. Und dann beten, dass wir zur Void dürfen. Tatsächlich, weil... Hasch ist halt jetzt so... Oh, ich weiß nicht. Das ist so alles in allem schon ganz gut, ne? Craxa? Oder muss ich das anders aussprechen, wegen der großen Kleinschreibung? Craxa? Vielen Dank auf jeden Fall. Für dein Sub. Das ist nämlich der erste hier auf diesem Channel. Vielen lieben Dank. So, zeitlich ist natürlich Hasch überhaupt gar kein Thema. Aber ich weiß echt nicht, ob ich Bock auf Hasch habe. Warum spawnst du jetzt nur ein Auge und nicht zwei wie sonst? Das verstehe ich nicht so ganz. Muss ich vermutlich auch nicht verstehen, oder? Fuck. Ah, jetzt verstehe ich, was das eine Item macht, das ich vorhin aufgenommen habe. Jedes Mal, wenn ich getroffen werde, kommt dieser Tammy's Head bzw. Head Bombs Effekt, oder? Wenn ich halt jetzt nicht Chess gehe, ist die Jera-Rune ist irgendwie für die Katz. Mach ich jetzt Hasch? Bin da echt nicht so scharf auf Hasch eigentlich, ne? Ja, okay. Ja, das Build-Up gefällt mir. Ich könnte Delirium knacken. Ich hätte jetzt hier Jera einsetzen können, aber sind wir mal ehrlich. Das lohnt sich eh nicht. Bomber Boy. Das ist natürlich beides irgendwie weird. Oh, die Blue Candle ist toll. Best Freak! Road to Silver Wolf. Dankeschön für den 5. Sub in Folge. Dankeschön. Ich würde sagen, wir machen folgendes. Wir nutzen die Candle während des Runs. Donaten den Rest mal. So, die Candle wird ab dem Hasch-Kampf ein bisschen, obwohl, ich weiß nicht, ist relativ schwierig einzusetzen. Aber es ist extra Schaden, also nehmen wir natürlich mit. Oh, die Candle macht geilen Schaden. Schaut euch das mal an, ey. Oh, macht das Candle guten Schaden.
Absolut herrlich. Das hört man doch gerne, das Geräusch. Außerdem macht's Tränen kaputt. Was auch mega nice ist. Ja genau, donaten, also spenden in den Maschinen im Shop gibt Luck ab. Ab und an. Siehst du, ich kann komplett mit der Candle verhindern, dass der Gegner schießt. Und das ist halt nice. Ups. Ja, der Kampf dauert ein bisschen, aber ist alles in allem in Ordnung. Scheiße. Hey, das habe ich nicht erlaubt. Hier können wir sehr glücklich über unsere Durchschusstränen sein. Wir hier mal kurz ein paar Ads wegmachen. Sehr Zucker, die Candle. Die würde ich auch glatt mitnehmen, wenn wir nicht Mama hätten. Ohne Diskussion. Nein, nicht jeder Charakter hat eine eigene Donation-Maschine. Du hast dein Account hat eine eigene Donation-Maschine. Jeder Charakter hat dieselben Beträge. Das wäre sonst auch sehr unfair für das Achievement. Au! Wie da denn erwischt? Yo! Wie viele da unten sind? What the fuck? Oh. Oh, Mann. Jetzt nehme ich ein bisschen zu viel Schaden, meines Erachtens. Hier nicht irgendwo noch ein Ad? Fuck my life, ey. Jetzt kostet mich das Ganze aber ziemlich viel Leben. Das ist seine schlimmste Attacke, finde ich, wenn sich die roten Kugeln übelst krass aufteilen. So, Candle hat den Kill geholt. Na, das Smoothman war richtig räudig jetzt gerade zum Ende. Richtig, richtig räudig. Okay, komm mal mit. So, Void-Ebene. Erstmal Herzen farmen. Aber es könnte klappen. Hallo? 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 Danke! So, und die Void jetzt erstmal. Mama Boom! So, jetzt wird erstmal eskaliert, Leute. In jedem Raum, in dem wir jetzt reinkommen, gibt's Schaden. Bombenschaden. Boom! Das heißt, wir müssen jetzt nicht mehr viel machen. Das ist ganz hübsch. Alle Steine werden gesprengt. Dafür kann sowas leider auch passieren, wenn ein fucking Giftpilz am Eingang ist. Wie kann man nur so unlucky sein, ey? Das war gerade echt unlucky, dass das so ein Drecks-Giftpilz war, ne? Das war mega unlucky. Oder sowas, ein Gegner, der zerplatzt. Oh, nicht, dass mich das jetzt am Ende noch den Run kostet. Davor habe ich ein bisschen Angst. Oh. Kennst du das hübsch? Oh, die Soul Hearts. Ah, die Soul Hearts hätte ich glatt also verdoppeln können, ne? Wäre gar nicht so schlimm gewesen. Was haben wir hier?
Mist. Cool. So, wir nehmen natürlich jetzt noch keinen Boss-Eingang, weil bei unserem Glück kommt wieder sofort Delirium. Und ich würde schon ganz gerne noch ein bisschen Schaden mitnehmen für Delirium. Ansonsten wird der Kampf wieder eklig. Richtig ätzend, bitte. Okay. Vielleicht noch ein Small Rock oder so? Small Rock fände ich toll. Make it happen. Und vielleicht auch mal ein paar mehr rote Herzen für meinen Battle. Jawohl. Jawohl. Sehr schön. Okay, also hier ist Mama Boom schon echt nice in der Void-Ebene. Da macht schon viel Spaß mit. Nochmal zwei. Kommst halt auch super schnell durch die Ebene durch, ne? Muss halt nichts töten. Fast. Da kannst du dich nicht beschweren. Hallo Patriot, grüß dich. Irgendwo, wo sich die Jabba-Rune vielleicht nochmal lohnt, bitte. Wuppwurm. Hoffentlich finden wir Delirium as late as possible. Haben die Ebene gleich. Und dann ist nur die große, große, große Frage. Schaffen wir Delirium mit dem Build-Up? Ich glaub's nämlich leider nicht. Weil mir dafür sehr der Schaden fehlt. Am besten kommt irgendwie Gnarft Leaf gleich bei irgendeinem Boss und dann ist eh wurscht. Yay, Lucky Haufen. Nochmal Luck. Oh, ich weiß es sehr zu schätzen, dieses Mama Boom Item. In der Ebene, muss ich ja zugeben, ne? Man könnte sagen, das ist ein Full-Clear-Void-Ebenen-Speedrun. So wie der Tier abgeht. Ist hier auch? Wow. Irgendwas lebt hier noch. Du! Ah, weil du dich wieder zusammengesetzt hast. Du Schlawiner. Genauso wie er. Komm, wir haben auch noch nicht alle Soul Hearts. Da muss noch mehr gehen. Nein, ich muss nicht durch alle Räume durch. Das muss ich nicht. Ich mache es aber, weil ich eh nichts töten muss und die Chance habe, meine Soul Hearts komplett voll zu machen. Und noch irgendwas zu kriegen vielleicht. Normalerweise würde ich das nicht machen. Sowas kann immer gefährlich sein. Bin auch gleich durch. Also es gibt nicht mehr viel, was jetzt hier noch sein kann. Ach, wie unnötig. Scheiße. Hier, nimm das mal bitte. Ah, das war's, oder? Wir sind durch. Mehr kriege ich nicht. Das ist alles. Ich muss jetzt damit leben. Mal sehen, was geht. Ich hätte vielleicht gerne nochmal so ein Space-Item.
Ach, fangen wir mal mit dem da ganz oben an. Delirium. Oh nein. Gott sei Dank nicht. So, ihr seht, der Effekt von Mama Mega trifft auch auf die Bosse. Oh, das ist gut. Das ist mein zweites Guppy-Item. Und das ist sogar wirklich richtig gut, weil ich jetzt auf jeden Fall 9 Leben mehr habe. Sehr schön. Sehr schön. Vielleicht kriegst du nochmal ein HP ab irgendwo. Das wäre richtig toll. So, schauen wir hier. Mom's Heart. Wow. Okay, interessant. Und es ist ein HP-Up. Exzellent. HP-Up heißt für mich 3 Leben mehr. Beim Boss. Also exakt das, was ich will. Jetzt wäre nochmal Schaden nice. Und nochmal ein HP-Up oder so. Oh, wie war das? Okay, pass auf. Lädt sich das Messer, stackt das Messer Schaden mit Chocolate Milk? Wenn ja, lohnt sich das. Ich glaube, ich mach's. Ja, ich mach's. Ausnahmsweise, weil wir das Aufladungsding haben und Messer in beide Richtungen werfen. Das könnte der Delirium-Kill werden. Das könnte der Delirium-Kill werden. Das nehme ich nicht, das verlangsamt mich. Delirium soll ruhig kommen. Delirium soll jetzt ruhig kommen. Oh, und Guppy werden wir auch noch. Komm her, Delirium. Komm her. Ich reiß dich auseinander. Das wird mein Kane-Delirium-Kill. Ohne Diskussion. Sister Viz. Verreckt. Mein Guppy bringt mir nicht so viel mit Knife, ne? Aber drauf geschissen. Ja, komm. Mom werden wir auch noch. Das heißt, wir haben jetzt 3 Messer. 3 Messer? Was los? Messerstecherei! Oh, es ist natürlich der letzte, tatsächlich. Normalerweise ist das nie so. Nehme ich aber, nehme ich. Komm! Jawohl, die Mask ist auch noch richtig gut. Das ist ein safer Delirium-Kill. Komm her, Delirium. Komm! 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 Dich schnapp ich mir, ey. Dich schnapp ich mir, aber da, aber so was von, ey. Okay, da komme ich nicht ran. Und Messer werfe ich auch noch, wenn ich getroffen werde, hübsch. Oh. Okay, warum hat das Auge gerade so gut wie keinen Schaden bekommen? Hallo, was passiert denn hier? Was geht denn ab? Ich raff nicht, was passiert, ey. Hallo. Warum explodiert denn jetzt hier so krank viel? Wenn ich Delirium jetzt nicht kille, dann ist meine Karriere auch gefühlt beendet, ey. Alter. Yo.
wie mir der Kampf auf den Sack geht. Schön in mir gespawnt, das ist mal wieder sehr fair. Er ist super als Gegner hier tatsächlich. Es gibt einfach so Gegner in diesem Ding drin. Das ist super unfair. Scheitern wir. Ja, ist okay. Und dass hier dann auch noch Ads und so ein Scheiß sind, ne? Ja, okay. Schlimmster Bosskampf ever. Delirium wird sterben, Leute. Delirium wird sterben. Oh. Fahr zur Hölle, Delirium. Fahr einfach zur Hölle. Ich bin gerade mit 3 Messern zu einer verdammten Schießerei gegangen. Oh, heilige Scheiße. Das ist im Übrigen die Melodie von Dexter, oder? Bin ich der Einzige, der da voll an Dexter erinnert wird? Jetzt habe ich voll Bock, Dexter zu gucken. Schatz, können wir demnächst mal Dexter gucken? Göttlich. Okay, geil. So, Delirium, tot, Silberdollar im Gepäck. Und dann mit Isaac, Maggie, Kane, Judas, Lilith. Und Napoleon haben den Scheiß geschafft. Oh, Gott sei Dank. Danke. Danke.